die Wahrscheinlichkeitslehre, Stochastik, mal ein Beispiel. Und zwar folgendes. Ich werfe zwei Würfel gleichzeitig. Zwei Würfel gleichzeitig werfen. Der erste soll ein Idealer sein. Das heißt, er fällt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf jede der sechs Seiten. Und der zweite, der soll kaputt sein. Nämlich, dass der viel häufiger auf die 1 fällt als auf die anderen. Für den soll das so sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der auf die 1 fällt, gleich 1/2 ist. Ich mache hier mal, suche mal eine Schweifklammer zu malen, so. Und dass die übrigen Wahrscheinlichkeiten, nämlich dass der auf die 2 fällt, alle 1/10 sind. Das soll 1/10 sein. Und so weiter bis zur Wahrscheinlichkeit, dass der auf die 6 fällt. All das soll 1/10 sein. Und dann kommt es ja hin. 1/10, 1/10, 1/10. 5 mal 1/10 sind 5/10, sind 1/2. Plus 1/2 habe ich insgesamt die Wahrscheinlichkeit 1. Also zwei Würfel. Der eine von der Sorte, der andere von der Sorte. Jetzt stellen wir uns die beiden erstmal einen als rot und einen als grün vor, dass man sie beide unterscheiden kann. Und dann setzt man nachher vielleicht eine Scheuklappe auf, um nicht mehr zu sehen, was jetzt welcher Würfel ist. Hören wir vorsichtig an. In der Stochastik guckt man sich als erstes etwas an, was sich manchmal Ergebnismenge nennt. Vielleicht merkt man sich am besten gar nicht einen Namen dafür, denn jeder verwendet andere Namen. Ich nenne das Ding einfach mal Omega, so heißt es üblicherweise. Omega ist das, was alles passieren kann, alles aufgelistet, was passieren kann. Es kann passieren, dass der erste Würfel auf eine 1 fällt und dass auf der zweite Würfel auf eine 1 fällt. Es kann passieren, dass der erste Würfel auf eine 1 fällt und der zweite auf die 2 und so weiter. Es könnte passieren, dass der erste von mir aus auf eine 3 fällt und der zweite auf die 2 und so weiter. Und es könnte passieren, ganz zum Schluss, dass der erste auf die Zahl 6 fällt und auch der zweite auf die Zahl 6 fällt. Groß Omega. Kennen Sie vom Ohmzeichen? Groß Omega. Alles, was passieren kann, in eine Menge gekippt. Ein Ereignis, das ist jetzt ein feststehender Term, den man wissen sollte, ein Ereignis ist davon eine Teilmenge. Wir können uns zum Beispiel angucken, das Ereignis, dass wir einen Pasch geworfen haben, zwei gleiche Zahlen. Was würde das heißen? Welche Menge müsste ich jetzt hinschreiben? Das kann passieren, wenn 1-1 auftritt oder wenn 2-2 auftritt oder wenn 3-3 auftritt und so weiter oder 6-6 auftritt. Auf diese Weise kann ich mich in der Mathematik drum rumlügen, dass ich jetzt nicht so eine anschauliche Bedeutung, Pasch oder zwei gerade Zahlen oder Ähnliches haben muss, sondern ich schreibe einfach eine Menge hin. Ein Ereignis wird einfach eine Menge. Ein Ereignis ist nichts anderes als eine Menge in diesem Sinne von solchen Elementen. Es gibt ein ganz blödes Ereignis, das nennt sich das unmögliche Ereignis. Müssten Sie mitgekriegt haben, was das ist? Was ist das unmögliche Ereignis? Genau, das unmögliche Ereignis ist die leere Menge. Nichts von all dem, das ist natürlich unmöglich. Irgendwas muss passieren. Man muss natürlich als Fußnote dann dazu sagen, ich möchte so würfeln, immer so würfeln, dass beide Würfel nicht auf eine Kante fallen und nicht vom Tisch fallen und nicht in der Luft hängen bleiben, was auch immer passieren mag. Beide Würfel sollen eine Zahl zeigen. Und das heißt, das hier kann nun gar nicht passieren. Dieses Ereignis Pasch, das tritt ein, wenn beide Würfel eine 1 zeigen, beide Würfel eine 2 zeigen, beide Würfel eine 3 zeigen und so weiter. Das unmögliche Ereignis tritt nie ein. Das ist der Gedanke dahinter. Und dann hat das unmögliche Ereignis noch einen Partner. Das ist das sichere Ereignis. Sicheres Ereignis.
Das Ereignis, das immer eintritt. Was heißt das, das Ereignis, das immer eintritt? Omega. Und das ist insofern jetzt eigentlich auch ein schöner Name für diese Menge Omega. Omega ist das sichere Ereignis. Das tritt immer ein. Es wird immer was hiervon passieren. 1-1 oder 3-2 oder 6-6 oder 4-5. Irgendwas wird davon passieren. Das ist dann das sichere Ereignis. Also wir haben eines, das garantiert nie eintritt, die leere Menge, und eines, das garantiert immer eintritt, das sichere Ereignis. In der Mathematik hat man jetzt noch ein Spezialsymbol. Groß Sigma, die Menge aller Ereignisse. Sigma kennen wir von der Summe, die Summe über alle i von allen Flächen oder was auch immer. Hier anders verwendet. Groß Sigma soll sein die Menge aller Ereignisse. Wenn es dann bei uns effektiv ums Ausrechnen von Wahrscheinlichkeiten geht, kann man dieses Groß Sigma vergessen. Nur wenn Sie irgendwo Wikipedia oder im Lehrbuch nachgucken, wie Wahrscheinlichkeit funktioniert, finden Sie da dieses Symbol Sigma für die Menge aller Ereignisse. Bei uns wäre das die Menge aller Ereignisse. Was kann ich da zum Beispiel reintun? Zum Beispiel in der Tat wäre ein Omega ein Ereignis, die leere Menge wäre ein Ereignis, Pasch wäre ein Ereignis, oder der erste Würfel steht auf 2 und der zweite Würfel steht auf 3 wäre ein Ereignis. Und so weiter, alle die zusammengefasst. Das wäre die Menge aller Ereignisse. Sie sehen, was für ein monströses Ding das werden muss. Eine Menge von Mengen. Hier habe ich da alles drin, was überhaupt vorkommen kann. Da habe ich gar nichts drin. Bei dem Pasch habe ich nur diese drinnen. Hier habe ich nur eins drin. Alle möglichen davon zusammensortiert. In diesem Fall wäre es die Menge aller Teilmengen. Wenn es komplizierter wird, muss es nicht mehr unbedingt die Menge aller Teilmengen sein. Aber in diesen einfachen Fällen ist die Menge aller Ereignisse tatsächlich die Menge aller Teilmengen, einschließlich der vollen Menge, einschließlich der leeren Menge. Das nur als Hinweis, wenn Sie offiziell mal in der Literatur nachgucken, Groß Sigma, das ist das. Das ist in vielen Büchern etwas verborgen, die Sigma-Algebra aller sonst wie und man, es stehen einem die Haare zu Berge, das ist gemeint, die Menge aller Ereignisse. Braucht man nicht, wenn man jetzt tatsächlich die Sachen ausrechnet, nur als Hintergrund. Und nun können wir uns vorsichtig dem Begriff Wahrscheinlichkeit nähern. Was heißt Wahrscheinlichkeit? Das war die große Idee von Herrn Kolmogorow. Wahrscheinlichkeit. Wie ich die Idee von Wahrscheinlichkeit in Mathematik übersetzen kann. Es ist eine Abbildung. Die Wahrscheinlichkeit nimmt ein Ereignis und rechnet was aus, nämlich dessen Wahrscheinlichkeit. Dessen Wahrscheinlichkeit. Wir hatten sowas wie den Sinus zum Vergleich, wir haben was gesehen, Sinus, der Sinus nimmt die Zahl 2 und rechnet aus den Sinus von 2 Radiant, gibt eine Zahl zurück. Die Wahrscheinlichkeit ist eine Nummer raffinierter, die Wahrscheinlichkeit nimmt so eine Menge, ein Ereignis, nimmt eine Menge und unten aus der Maschine fällt dann eine Zahl raus, eine Zahl zwischen 0 und 1, die Wahrscheinlichkeit davon. Das heißt, ich nehme die Menge aller Ereignisse, Groß Sigma, da taucht die dann eben auf, die Menge aller Ereignisse, und die wird abgebildet nach dem Zahlenintervall von 0 bis 1. So sieht das dann abstrakt aus. Wir hatten sowas, vielleicht das auch noch tatsächlich zum Vergleich, wir hatten sowas zum Beispiel eine Funktion, sodass die reellen Zahlen ohne die 0 abgebildet werden auf die reellen Zahlen, sogar auf tatsächlich, ja, abgebildet werden auf die Menge der reellen Zahlen ohne 0 und x, die Zahl x wird abgebildet auf 1 durch x, haben wir schon gesehen. Und das stellen sich einfach eine Nummer abstrakter vor.
Hier habe ich jetzt keine Zahlen, sondern Mengen. Jeder Menge ordne ich eine Zahl zu. Hier habe ich einer Zahl zugeordnet. Und hier ordne ich jeder Menge eine Zahl zu, nämlich ihre Wahrscheinlichkeit. Das Ereignis ist eine Menge und was ich ausrechne, ist eine Wahrscheinlichkeit. Das war Komogos Idee. Das habe ich in den alten Videos mit seinen Axiomen beschrieben. Hier sind schon diverse Axiome eingebaut. Diese Wahrscheinlichkeit ist eine Zahl zwischen 0 und 1, nicht größer, nicht kleiner. Zwischen 0% und 100%, wenn Sie wollen. Sie geht nicht über 100%, sie geht nicht unter 0%. Da haben wir schon ganz viel von seinen Axiomen eingebaut. Was noch dazu kommt, die besondere Eigenschaft, das ist das dritte Axiom, mit folgender Eigenschaft, eine Abbildung P. Sie muss in gewisser Weise additiv sein, mit folgender Eigenschaft. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung zweier Ereignisse bestimme, wenn hier eine Vereinigungsmenge steht, da dieses Ereignis eine Vereinigungsmenge ist, dann ist manchmal die Wahrscheinlichkeit, die dann rauskommt, die Summe. Eigenschaft immer noch. Wann muss das hier gelten, dass die Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist? In der Tat, sehr schön, wenn A und B unvereinbar sind. Wenn A und B unvereinbar sind, will sagen, niemals gleichzeitig auftreten, unvereinbar sind, niemals gleichzeitig auftreten können. Das heißt, niemals gleichzeitig auftreten heißt, ihre Schnittmenge ist die leere Menge. Ich schreibe mal die leere Menge so heute. Wenn ich das vorstelle, hier oben zum Beispiel, na, welche können wir hier haben? Dieses Ereignis, das ist ein Ereignis und das Pasch ist ein Ereignis. Die können niemals gleichzeitig auftreten, denn sie haben keine gemeinsamen Elemente. Das Pasch hat 1, 1, 2, 2, 2 und so weiter. Und hier steht 2, 3. Dieses Ereignis, Pasch und dieses Ereignis, der erste fällt auf 2, der zweite fällt auf 3, haben keine gemeinsamen Elemente, die sind unvereinbar. Es gibt keinen Fall, in dem die gleichzeitig auftreten. Das ist damit gemeint. Anschaulich, was hier gemeint ist, stellen Sie sich das als Fläche vor, auf einer Dartscheibe oder sonst wo. Das Ereignis A, das Ereignis B, wenn die beiden so liegen, dass ich niemals einen Pfeil dahin werfen kann, dass der niemals beide gleichzeitig treffen kann, wenn die unvereinbar sind, wenn diese Mengen, das heißt dann mathematisch so schön, disjunkt sind, wenn die Mengen disjunkt sind, das heißt, wenn die beiden hier so liegen, sich nicht überschneiden, wenn die Schnittmenge leer ist, dann kann ich in der Tat die Wahrscheinlichkeiten addieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, in einen von beiden zu treffen, Vereinigungsmenge, ist dann die Wahrscheinlichkeit, in den einen zu treffen, plus die Wahrscheinlichkeit, in den anderen zu treffen. Das ist diese große Eigenschaft der Wahrscheinlichkeitsabbildung. Der Rest ist banal. Eigentlich ist auch das hier banal. Aber irgendwer musste das nun mal zum ersten Mal zu Papier bringen und das war dann eben Kolmogorov, der das soweit formalisiert hat. Streng genommen, bevor irgendwelche Mathematiker aufschreien, streng genommen muss man nicht nur das hier fordern, man fordert das auch, wenn hier abzählbar viele drinnen stehen. Wenn Sie ganz viele Mengen haben, unendlich viele Mengen haben, die alle überschneidungsfrei sind, disjunkt sind, abzählbar unendlich viele, dann muss das auch funktionieren, verlangt man. Man verlangt etwas mehr als das, was da steht. Wenn Sie das hier haben, und das gilt für 2, dann gilt es automatisch für 3. Setzen Sie für B eine Vereinigungsmenge ein, dann gilt es automatisch für 4 und für 98 und 3 Millionen, aber nicht automatisch für unendlich viele. Streng genommen verlangt man das noch, diese Wahrscheinlichkeitsabbildung, die einer Menge zu ihrer Wahrscheinlichkeit macht, die soll auch noch das können. Wenn ich abzählbar viele Mengen habe, die alle voneinander zueinander disjunkt sind, keine Elemente gemeinsam haben, auch dann soll das immer noch gelten.
Eine Sache muss ich noch zu dem Kolmogorow erzählen. Der hat nämlich, wie er das Ganze erfunden hat, sich Folgendes ausgedacht, dass die Elemente von Omega, dieses hier, dass diese Elemente Elementarereignisse heißen. Elementarereignis. Ereignis, sagt Herr Kolmogorow. So habe ich das auch in den Videos dargestellt. Das ist die traditionelle Art, es zu bezeichnen. Fällt Ihnen daran auf, warum das, fällt Ihnen vielleicht auf, warum das keine richtig geniale Art ist, das zu bezeichnen? Wenn ich das Elementarereignis so definiere, richtig, dann ist das ja keine Menge, sondern einfach so ein geordnetes Paar. Andererseits sage ich, ein Ereignis soll eine Menge sein. Ein Ereignis wie das Pasch ist eine Menge von solchen Dingern. Und hier sehen Sie auch eine Menge, eine Menge, eine Menge, eine Menge. Ereignisse sollen Mengen sein. Insofern ist das ein bisschen komisch, dass ich das als Elementareignis beschreibe, wo es doch keine Menge ist. Also die Klassiker sagen, okay, Elementareignisse ist das, was in Omega drinnen steht. Das ist im Zweifelsfall eben keine Menge. Was den Begriff Ereignis so ein bisschen kaputt macht, wenn ich sage, Ereignisse sollen Mengen sein. Und zunehmend, deshalb erzähle ich das dieses Jahr zum ersten Mal, zunehmend sieht man eben, dass die Leute sagen, okay, dann lasst uns doch klein beigeben und sagen, die Menge mit dem einen Element 1, 2, die ist ein Elementarereignis. Ereignis. Das ist sozusagen die moderne Auffassung. Dann passt das mit den Ereignissen. Dann ist ein Ereignis eine Menge. Wir müssen also Schweifklammern drum machen und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist fürchterlich formalistisch. Hauptsache, man weiß nachher, was man tut. Ob man nun Mengenklammern drum macht oder nicht. Erstmal geht es darum, dass man versteht, was man da tut. Nur sicherheitshalber, wenn Sie in die Literatur gucken, nicht irritieren lassen. Also es gibt zwei Lösungen. Das ist die klassische. Was in Omega steht, sind Elementarereignisse ohne Mengenklammern und der Trend geht dazu zu sagen, Ereignisse sollen Mengen sein, also schreiben wir Mengenklammern drum. Das heißt, Elementareignisse wären Mengen mit einem Element. Hier steht ein geordnetes Paar drin, Singletons heißt das dann gerne auf Englisch, Mengen mit einem Element. Das als Fußnote zu Herrn Kolmogorow. So, jetzt können wir endlich mal auf was anfangen auszurechnen. Sie sehen, in der Stochastik macht man ein Wahnsinnsbrimborium um Schreibweisen und banale Geschichten wie diese hier. Jetzt gucken wir uns mal folgendes Ereignis an für diese beiden Würfel. Nämlich das Ereignis dass die Summe der beiden Augenzahlen gleich 4 ist. Summe der beiden Augenzahlen ist gleich 4. Schreiben Sie das mal als Menge hin. Das müsste jetzt funktionieren. Welche Menge ist das? Und jetzt müssen Sie dann auch in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit von diesem Ding auszurechnen. Das kann man natürlich alles schon längst ausrechnen, ist ja alles keine Raketentechnik, nur dass man einmal streng sieht, wie es denn offiziell wäre. Also welche Menge wäre das dann jetzt, diese beiden Würfel, und mich interessiert das Ereignis, die Summe der beiden Augenzahlen ist 4, und wie kann ich jetzt streng die Wahrscheinlichkeit davon ausrechnen? Also, die Summe der beiden Augenzahlen soll 4 sein. Was kann passieren? Es kann passieren, dass der erste auf die 1 fällt und der zweite auf die 3 fällt. Der erste auf die 2, der zweite auf die 2. Einige hatten jetzt hier versucht, das nochmal umgekehrt zu machen. Aber wenn der erste auf die 2 fällt und der zweite auf die 2 fällt, dann können Sie das ja nicht umkehren, wenn beide auf die 2 fallen, fallen beide auf die 2. Dann lohnt es sich, das nicht umgekehrt zu machen. Das ist dasselbe. Aber den ersten kann ich umdrehen. Der erste fällt auf die 3 und der zweite fällt auf die 3. So, es wären also 3 von den, ja, wenn man es nach klassischer Ausdrucksweise sagt, 3 von den Elementarereignissen da drin.
Ich sollte nochmal, das muss ich wohl nochmal was zu der Schreibweise sagen, hier mit den runden Klammern meine ich ausdrücklich geordnete Paare. Wie Sie es von Koordinaten kennen. Sie sagen, 2 nach rechts, 3 nach oben. 2 nach rechts, 3 nach oben ist was anderes als 3 nach rechts, 2 nach oben. Dass Sie die beiden auseinanderhalten. Ein geordnetes Paar. Es kommt auf die Ordnung an. Das meine ich hiermit auch. Ich möchte den ersten vom zweiten unterscheiden. So, das ist mein Ereignis. Und jetzt will ich die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, eben dieser Menge, P von runde Klammern, und in den runden Klammern steht eine Menge. Vielleicht muss ich das wirklich nochmal hinschreiben, weil es so fürchterlich aussieht. Eine Funktion mit runden Klammern und in den runden Klammern steht, worauf ich die Funktion anwenden will. Den Sinus von 2. Den Sinus von, runde Klammer 2. Die Wahrscheinlichkeit von dem, was in den runden Klammern steht, und in den runden Klammern steht diese Menge. Eine Menge, dann steht da ein geordnetes Paar. Man kann sich hier mit Klammern erschlagen an der Stelle, Komma, dann steht da der zweite drin, nochmal ein geordnetes Paar, und der dritte ist nochmal ein geordnetes Paar. So sieht das aus, Klammer, 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 Klammer. Die runden Klammern außen sind die von der Abbildung, Funktion, namens Groß P, Schweifklammern für die Menge und innen drin die runden Klammern für die geordneten Paare. Ganz fürchterlich. So, eigentlich kann man das, klar, alles zu Fuß rechnen, weiß sofort, was rauskommt, aber jetzt mal ganz streng. Hier stehen drei Sachen drin. Der Trick ist, diese Menge, die hier drinnen steht, das Ereignis zu zerlegen in drei Mengen. Das ist die Vereinigung von 1, 3, ein Elementarereignis im neueren Sinne, vereinigt mit der Menge, mit dem geordneten Paar 2, 2, ich sollte mal ganz streng sein, die Menge mit dem geordneten Paar 2, 2, vereinigt mit der Menge mit dem geordneten Paar 3, 1. So sieht das aus. Dieses Ereignis ist die Vereinigung dreier Mengen und offensichtlich sind diese drei unvereinbar, disjunkt, unvereinbar. Ihre Schnittmenge ist jeweils leer, unvereinbar. Wenn Sie gucken, was ist gemeinsam in 1, 3, geordnetes Paar und geordnetes Paar 2, 2, nichte. Schnittmenge davon ist leer, davon ist leer, davon ist leer. Also geht das Prinzip von Herrn Kolmogorow, das mit der Additivität. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit unvereinbarer Ereignisse ausrechne, kann ich stattdessen die Wahrscheinlichkeiten einzeln berechnen und addieren, wie auf der Dartscheibe. Also ist das die Wahrscheinlichkeit von dem ersten. Runde Klammer für die Wahrscheinlichkeitsfunktion, Schweifklammer für die Menge und innen drin steht das geordnete Paar 1, 3 plus runde Klammern für die Funktion, wollte ich eigentlich Funktion sagen, oder Abbildung, wie auch immer, für die Wahrscheinlichkeitsabbildung, Schweifklammern für die Menge, innen drin das geordnete Paar 2, 2 und hier nochmal einer, rundes für die Abbildung, Schweifklammer für die Menge und 3, 1, innen drin geordnetes Paar. Ich würde es begrüßen, wenn Sie tatsächlich es schaffen, diese Klammern hinzukriegen. Wenn Sie es nicht schaffen, dann sei es so, aber es hilft zum Beispiel für die Informatik schon mal als gedankliche Übung, dass man sich daran gewöhnt, solche Sachen streng durchzuziehen. Dass Klammern, die man aufmacht, wieder zukommen. Dass Sachen, die in den Klammern stehen, in diesem Fall Schweifklammern haben müssen, also ein bisschen Stringenz an der Stelle zu entwickeln, wie es formell korrekt wäre. So, jetzt stehen hier drei einzelne Sachen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ideale Würfel, das soll der erste sein, auf die 1 fällt und gleichzeitig der kaputte Würfel auf die 3 fällt? Die beiden Würfel haben nichts miteinander zu tun. Da könnte man nochmal extra vorlesen und machen, will ich nicht machen, zum Begriff der Unabhängigkeit. Diese beiden Würfel haben nichts miteinander zu tun. In einem Sechstel der Fälle von allen Versuchen fällt der erste Würfel, der ist ideal, auf die 1. Das passiert in einem Sechstel aller Fälle. Dann habe ich da die 1. Und davon in einem Zehntel aller Fälle, davon, deshalb mal ein Zehntel, in einem Zehntel aller Fälle steht der zweite auf der 3. Die werden multipliziert, nicht addiert. Sie multiplizieren, wenn zwei Sachen unabhängig voneinander sind. Dann multiplizieren sie.
Die können natürlich gleichzeitig passieren, sonst wäre es ja auch fürchterlich, wenn die ja nicht gleichzeitig passieren könnten. Der erste fällt auf die 1 und der zweite fällt auf die 3, dann müsste die Wahrscheinlichkeit 0 sein, wenn das nicht gleichzeitig passieren kann. Es kann gleichzeitig passieren. Sie addieren, wenn Sie Ereignisse haben, die nicht gleichzeitig passieren können, dann addieren Sie. Das ist eine andere Geschichte. Okay, hier darf ich multiplizieren. Der erste in einem Sechstel aller Fälle. Und in diesem einen Sechstel ist der zweite auf 3 in einem Zehntel aller Fälle. Bei dem hier, der erste ist ideal, der ist in einem Sechstel aller Fälle, steht er auf der 2. Und in diesem einen Sechstel, davon in einem Zehntel aller Fälle, steht der zweite auf 2. Und hier hinten, der erste in einem Sechstel aller Fälle auf 3 und der zweite in der Hälfte der Fälle davon, der war ja kaputt, der stand sehr gerne auf der 1, in der Hälfte der Fälle davon auf der 1 und dann sind wir bei 1 Sechzigstel plus 1 Sechzigstel plus 1 Zwölftel. Ich hätte das sofort auf Sechzigstel bringen können, das war ein bisschen ungeschickt, wir bringen das mal alles auf Sechzigstel. 2 Sechzigstel, 1 plus 1, 2 Sechzigstel und 5 Sechzigstel hier mit 5 erweitern und dann sind wir bei 7 Sechzigstel. Nochmal zu diesem Gedanken der Unabhängigkeit, dass der erste Würfel und der zweite Würfel nichts miteinander zu tun haben. Gucken wir uns nochmal Folgendes an. Ich habe 2 Münzen. Die erste ist ideal und die zweite fällt mit der Wahrscheinlichkeit 0,3 auf Kopf. So schreibe ich das mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das Kopf hier in Mengenklammern setzen soll. Na, ich lasse es mal in Mengenklammern. Gemeint ist das Ereignis, dass das auf Kopf fällt. Die Wahrscheinlichkeit soll 0,3 sein und ich wüsste gerne die Wahrscheinlichkeit, man sieht nach dem Wurf einmal Kopf und einmal Zahl. Beide werfen, einmal Kopf, einmal Zahl. Eine von den beiden zeigt Kopf, eine von den beiden zeigt Zahl, das meine ich damit. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Wenn man das wieder ausbuchstabiert, heißt das ja, die erste fällt auf Kopf und die zweite fällt auf Zahl oder die erste fällt auf Zahl und die zweite fällt auf Kopf. Das heißt also, weil diese beiden hier im traditionellen Sinne Elementarereignisse sind, die treten nicht gleichzeitig auf. Ich gucke, was ist die Wahrscheinlichkeit für das erste. Die eine Münze fällt auf Kopf, die sollte ideal sein, 1/2. Und in der Hälfte, dieser Hälfte der Fälle, Z, geht die andere mit der Wahrscheinlichkeit 0,7 auf Zahl. Wenn sie mit 0,3 auf Kopf geht, geht sie mit 0,7 auf Zahl, wenn das die einzigen beiden Möglichkeiten sind. Also hier mal 0,7 plus. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste auf Zahl fällt? 1/2, die sollte ideal sein, mal zweite auf Kopf war 0,3 und dann sehen Sie absurderweise 1/2 mal 0,7 plus 1/2 mal 0,3 ist 1/2 wieder. 1/2 mal 0,7 plus 0,3 ist lustigerweise wieder 1/2. Also wenn Sie eine ideale Münze haben und eine kaputte, dann können Sie beide so werfen, dieses Ereignis sich angucken und das hat dann absurderweise wieder die Wahrscheinlichkeit 1/2, ganz exakt. Obwohl ich eine kaputte Münze dabei habe. Das kann man sich auch grafisch angucken, wenn ich das so aufmale. Dafür hatte ich dieses Beispiel hier nochmal, nicht mit 6 Fällen dann jeweils, sondern mit 2 Fällen jeweils. Wenn wir uns das grafisch angucken. Die eine Münze fällt in der Hälfte der Fälle auf Kopf und in der anderen Hälfte der Fälle auf Zahl.
Und die zweite Münze, jetzt gucke ich mal, dass ich keinen Unsinn erzähle, Kopf mit 0,3. Die zweite Münze fällt nicht ganz so häufig auf Kopf. Kommt das ungefähr hin? Nee, das ist viel zu klein. Sowas. Na, wird das? So. So sieht das für die zweite Münze aus. Also hier habe ich ein halb und bei der zweiten Münze habe ich hier 0,3, 0,7. Stellen Sie sich so eine Dartscheibe vor, keine runde Dartscheibe, sondern eine quadratische Dartscheibe, und jetzt werfen Sie auf die Dartscheibe. Wenn Sie da treffen, sagen Sie, okay, beide stehen auf Zahl. Wenn Sie da treffen, sagen Sie, beide sind auf Kopf. Wenn Sie hier treffen, sagen Sie, die erste steht auf Zahl und die zweite steht auf Kopf. Und wenn Sie hier treffen, sagen Sie umgekehrt, die erste steht auf Kopf, die zweite steht auf Zahl. Und dann haben Sie auch die passenden Wahrscheinlichkeiten. Wann immer Sie hier reintreffen, stehen beide auf Zahl. Wenn Sie immer Sie hier reintreffen, steht die erste auf Kopf, die zweite auf Zahl. Mit den passenden Wahrscheinlichkeiten. Das kann ich jetzt hier einfach über die Flächen ausrechnen. Wie groß ist die Gesamtfläche? Das war mein Trick hier. Die Gesamtfläche ist 1. Einmal 1 breit, 1 hoch. Die Gesamtfläche ist 1. Dann sehen Sie, wenn Sie sich diese Fläche hier angucken. Diese Fläche ist 1/2 mal 0,7. Diese Fläche hier ist 1/2 mal 0,3. Und offensichtlich, wenn Sie die beiden zusammenziehen, haben Sie die Hälfte des Ganzen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im schraffierten Bereich zu liegen, ist 1/2. Die Wahrscheinlichkeit, dass... Sehr schön. Ich habe genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Hier habe ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass einer Zahl ist und der andere auch Zahl ist. Oder der eine Kopf ist und der andere auch Kopf ist. Die Wahrscheinlichkeit ist 1/2. Und was uns eben interessiert hat, war diese hier. Die Wahrscheinlichkeit, der eine ist Zahl, der andere ist Kopf. Das hier ist 1/2 mal 0,3 für diesen Fall. Und hier 1/2 mal 0,7, andersrum. Und auch das ergibt zusammen wieder 1/2. Also man kann sich solche Wahrscheinlichkeiten dann in so ein Flächendiagramm übersetzen und dann am Flächendiagramm ablesen. Das geht natürlich nur dann, wenn diese beiden Teile hier unabhängig voneinander sind, wenn diese beiden Würfel nichts miteinander zu tun haben. Wenn der erste Würfel immer dasselbe zeigt wie der zweite Würfel, dann hätte ich natürlich das hier als verbotenes Gebiet und das hier als verbotenes Gebiet. Und insgesamt hier müsste ich die Fläche auf 1 normieren. Dann passiert ganz was Fürchterliches. Also das können Sie machen, wenn Sie zwei Sachen haben, die voneinander unabhängig sind, die in der Wahrscheinlichkeit nichts miteinander zu tun haben. Dann können Sie so ein Diagramm bauen, analog dann, wenn Sie drei Sachen haben oder 1000 Sachen, man kriegt es eben nur nicht ordentlich aufgemalt. Aber der Hintergedanke ist dasselbe. Bei Unabhängigkeit, zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun, kann ich multiplizieren. Und bei Unvereinbarkeit, dicht dabei, aber etwas anderes Wort, bei Unvereinbarkeit, Sachen können nicht gleichzeitig auftreten. In dem Fall darf ich addieren. Das sind so die Grundrechenregeln bei der Wahrscheinlichkeit. Und was wir ganz am Rande noch gesehen haben, Sie sehen, ich arbeite hier jetzt mit schrägen Wahrscheinlichkeiten, 0,1, da unten bei 0,3 und 0,7, das können gemessene Wahrscheinlichkeiten sein. Ich probiere was 1000 Mal aus und messe einfach, wie häufig das passiert. Das ist die übliche Art, Wahrscheinlichkeit zu betreiben. Was man immer sonst zuerst im Hinterkopf hat, ist, was Laplace sich ausgedacht hat, dass man einfach abzählt, wie viele Fälle gibt es. Und dann kann man hier gerade nochmal sehen, dass das nicht hinhaut. Wo sind wir jetzt gerade? Was würde der gute Herr Laplace hier rausgekriegt haben als Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis bei dem idealen Würfel und dem kaputten Würfel? Was hätte der als Wahrscheinlichkeit hier rausgekriegt? 1/12, in der Tat. Laplace hätte ja abgezählt 3 günstige Fälle, insgesamt 36 Fälle, 1 bis 6, 6, 36 Fälle, 3 günstige Fälle von 36 Fällen. Wo haben wir hier mal den? So, Laplace, da würde man abzählen. 3 Fälle von 36, na toll, das ist 1/12.
Dein Zwölftel ist irgendwie was anderes als 67. beim besten Willen. Das hier scheint die vernünftigere Angabe zu sein. Laplace funktioniert, wenn alle diese klassischerseits Elementareignisse genannten Objekte hier, wenn alle die dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, dann kann ich mit Laplace arbeiten. Nur je realistischer das Ganze wird, wenn Sie echte Lieferungen und echte Kunden und was auch immer haben, je realistischer das Ganze wird, desto komischer wäre es, wenn diese Wahrscheinlichkeiten alle gleich groß sind. Je realistischer es wird, desto eher passiert es, dass man hier verschiedene Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Elementareignisse hat. Und dann steht man mit Laplace auf dem Schlauch und muss korrekt rechnen. Das ist das Grundwesen hier in der Stochastik.